Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um eine Frage, die mir mittlerweile sehr, sehr viele gestellt haben und die auch absolut zu besprechen ist. Es geht um die Frage bzw. um das Thema Amazon Echo versus Amazon Echo Dot. Was lohnt sich? Was ist der gravierende Unterschied zwischen beiden Geräten? Was lohnt sich mehr bzw. vom Preis-Leistungs-Verhältnis mehr für die eine oder für die andere Zielgruppe und generell, was kann man eigentlich mit einem Amazon Echo mehr machen als mit einem Echo Dot? All das werde ich euch einmal in diesem Video darstellen. Wie ihr ja wisst, besitze ich beide Geräte. Beide Geräte sind bei mir im Einsatz jetzt schon längere Zeit und beide funktionieren einwandfrei. Was wirklich cool ist, beide harmonieren unheimlich gut miteinander. Sprich, sie haben auch eine Standorterkennung. Das war, glaube ich, eine Frage, die mir sehr, sehr viele auch damals gestellt haben. Sprich, wenn jetzt eine Person näher an einem Amazon Echo steht als an dem anderen, dann schaltet sich der weiter entfernte Echo aus und der näher entfernte Echo nimmt den Sprachbefehl entgegen. So gibt es wirklich keine Kollision, wenn es um die Sprachbefehle bei beiden Geräten geht. Insgesamt ist es wirklich so, dass der Preisunterschied ja wirklich gravierend ist. Wenn man sich das mal anguckt, man kriegt den großen Echo-Speaker um die 180 Euro, der kleine kostet um die 50 bis 60 Euro, vielleicht auch ein bisschen teurer, wenn man ihn bei eBay kauft, aber das sind normalerweise wirklich über 100 Euro Preisdifferenz und dafür müssen die Geräte natürlich auch eigentlich einiges an Unterschieden vorweisen. Auf dem Papier selber tun sie es allerdings nicht. Der größte Unterschied ist auch wirklich die Größe, das kann man so sagen. Während wirklich der normale Echo-Lautsprecher so eine Größe von einer etwas vergrößerten U-Boom hat, dem Bluetooth-Lautsprecher, fungiert doch der Echo Dot eher als Knopf. Und das ist auch die Kombination im Prinzip zu einem der gravierendsten Unterschiede, nämlich dem Sound. Der normale Echo-Lautsprecher liefert jetzt keinen grandiosen Sound, allerdings gerade in den Sprachbefehlen und auch wenn man so ein bisschen Radio hören will, liefert er doch einen recht vollen Sound, der jetzt wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, nicht an eine vergleichbare Bluetooth-Box rankommt, allerdings doch schon ganz ordentlich ist. Beim kleinen Echo Dot ist dieser Sound dann doch etwas mager. Das spricht allerdings jetzt nicht unbedingt gegen diesen Echo Dot, da es einfach nicht so sein Spezialgebiet ist. Der Echo Dot hat natürlich viel, viel weniger Lautsprecherfläche zur Verfügung. Dementsprechend sind die Membranen auch viel, viel kleiner beim Echo Dot und dieser ganze Sound wirkt so ein bisschen blechern bzw. ja, wirkt auch wirklich wie so eine kleine Dose. Gerade bei den Sprachbefehlen ist auch die Stimme von Alexa selber wirklich etwas, ja, gewöhnungsbedürftig, wenn man davor mit dem großen Gerät auch viel zu tun hatte. Allerdings nicht so wirklich, dass es so schlecht ist, dass man es sich nicht hinstellen kann, sondern es ist einfach nur um einiges schwächer, was dem kleineren Lautsprecher auch geschuldet ist. Allerdings ein sehr, sehr cooles Feature, das der kleine Lautsprecher, also der Echo Dot gegenüber dem großen hat, ist einfach, dass man hier eine Bluetooth-Box zur Erweiterung koppeln kann. Das geht zumindest mit der ersten Generation des normalen Echo-Lautsprecher leider nicht. Mit dem Echo Dot geht das schon seit der ersten Generation, sprich man kann den mageren Sound doch ganz, ganz einfach auf einen Bluetooth-fähigen Lautsprecher oder ein Bluetooth-fähiges Audiosystem übertragen und hat dadurch wirklich auch alle Vorteile, wenn nicht sogar mehr Vorteile durch diese Audioübertragung als beim großen Lautsprecher. Heißt natürlich auch, man kann wirklich ohne Probleme sich das Ding irgendwo hinstellen und kann dann auch die Sprachbefehlausgabe ganz woanders platzieren, wenn dann die Box mit Bluetooth irgendwo anders sitzt. Das hat der Große nicht. Beide haben allerdings die Möglichkeit, Audio vom iPhone
auf das Echo-Gerät zu streamen. Das habe ich euch ja schon mal in einem separaten Video gezeigt. Eigentlich wirklich eine sehr, sehr coole Sache und vor allen Dingen eine nützliche Sache, wenn man den Echo dann wirklich auch mal als Bluetooth-Box verwenden will. Wobei hier bei beiden jetzt ohne zusätzliche Lautsprecherkopplung gesagt ist, beim normalen ist der Sound in Ordnung, beim Echo Dot ist der Sound einfach für die Musikwiedergabe nicht geeignet, beziehungsweise da sollte man dann doch sehr, sehr geringe Ansprüche haben an Qualität, wenn man das sich wirklich dann über einen längeren Zeitraum mit dem Audio-Stream anhört. Ein weiterer Unterschied ist die Einstellung der Lautstärke. Während der Echo Dot Lautstärke-Tasten besitzt, besitzt der normale Echo-Lautsprecher einen Stellring. Der Stellring ist designtechnisch wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr ausgefeilt angefertigt worden vom Design, wirklich perfekt. Die Tasten sind dagegen beim Echo Dot zweckmäßig. Auch das ist der Größe des gesamten Gerätes geschuldet. Allerdings fragt man sich dann wirklich, wo ist jetzt der gravierende Unterschied, dass das eine Gerät 180 kostet und das andere Gerät über 100 Euro weniger. Und genau an diesem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, diesen 100 Euro Unterschied kann ich nicht erkennen. Klar, man kann jetzt mit der Sprachqualität argumentieren, man kann sagen, man kann den großen Echo wirklich auch mal als Box benutzen. Allerdings sind das alles Dinge, die auch beim Echo Dot durch die verfügbare Erweiterung über eine Bluetooth-Audioanlage möglich gemacht werden. Und gerade was die inhaltlichen Funktionen angeht, die gesamten Skills, sozusagen die Apps, die Echo bietet. Oder allerdings auch die gesamten Einstellungen, die gesamten Smart Home Funktionen, die Erweiterungen, was man alles einspielen kann. All das bieten beide Geräte komplett identisch. Das heißt, ihr könnt mit dem einen Gerät genau das gleiche machen wie mit dem anderen. Das war auch ein Punkt, den ich natürlich direkt überprüft habe, als ich das Ganze angefangen habe zu testen mit dem Echo Dot. Er übernimmt einfach auch die Einstellung des großen Bruders sozusagen und kann jetzt beispielsweise auch den Fernseher steuern, er kann Lichter steuern, er hat einfach alle Smart Home Geräte übernommen, die der andere auch übernommen hat und dadurch entsteht hier einfach kein Nachteil, das muss man einfach ganz klar sagen und dadurch auch kein Qualitätsverlust. Im Gegenteil, der Echo Dot ist eigentlich ein praktischerer Echo, weil man ihn überall verstecken kann. Man kann den Echo Dot wunderbar auf Schränken verstecken, sage ich jetzt mal beispielsweise, man hat den Echo Dot in der Küche im Einsatz, dann kann man ihn wunderbar auf Hängeschränken platzieren, man hat den Echo Dot vielleicht in irgendeinem Regal platziert und kann ihn dadurch wirklich schön verstecken und hat einen intelligenten Raum ohne sichtbares Werkzeug. Das geht natürlich mit dem großen Echo-Bruder nicht. Der ist einfach zu groß und steht dadurch wie eine Bluetooth-Box im Raum. Was allerdings natürlich jetzt auch, sage ich mal, Geschmackssache ist. Grundsätzlich kann man allerdings sagen, wenn man wirklich auf der Suche ist nach einem Echo und man bewirbt sich für so eine Einladung von Amazon, sollte man sich das ganz genau überlegen, was möchte man mit dem Gerät. Wenn es um die ganz einfache Haussteuerung geht, wenn es darum geht, kleine Räume oder auch, bestimmte Flächen einfach intelligenter zu machen, Dinge zu verknüpfen aus der Haussteuerung und man möchte jetzt nicht, weil man andere Audiogeräte schon besitzt, darüber jetzt unbedingt viel Musik streamen, dann sollte man absolut zum Amazon Echo Dot greifen. Wenn man sagt, okay, ich benutze das Ding eigentlich schon oder würde es schon ganz gerne als Bluetooth-Box benutzen, weil ich jetzt nicht die Mittel habe oder ich habe jetzt einfach noch nicht dementsprechende Bluetooth-Boxen mir zugelegt und da ist das einfach so ein cooles Mittelding zwischen intelligenter Sprachsteuerung und dann dementsprechend einem Bluetooth-Lautsprecher, dann sollte man es doch wirklich vielleicht mit dem großen Bruder versuchen. Allerdings muss man hier auch immer rechnen. Man kriegt natürlich mittlerweile schon um die 50, 60 Euro auch ganz passable Bluetooth-Boxen. Und ob man das dann wirklich gegen eine mittelklassige Echo-Box aufwägen will, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Grundsätzlich zur Frage nochmal zurück, ist dieser Preisunterschied gerechtfertigt?
nicht, beziehungsweise erkennbar? Nein, meiner Meinung nach absolut nicht. Die Designelemente, klar, das ist eine Schiene, das ist absolute Geschmackssache, was einem lieber liegt, aber grundsätzlich zweckmäßig und dafür auch ja geschaffen ist der Amazon Echo Dot allemal, und er erfüllt einfach alle Herausforderungen, die man ihm so stellt. Er kann alles von den Einstellungen vom großen Bruder und lässt sich noch viel, viel besser quasi ins Smart Home, ins unsichtbare Smart Home integrieren. Von daher meine Empfehlung an euch, wenn ihr die Wahl habt zwischen dem großen Bruder und dem kleinen Bruder, nehmt lieber den kleinen, wenn ihr wirklich nicht auf die Musikwiedergabe Wert legt. Davon vielleicht auch lieber zwei oder drei, dann habt ihr den Preis eines großen. Und dann habt ihr auf jeden Fall viel, viel mehr Räume abgedeckt und werdet definitiv ein umfangreicheres Smart Home dadurch erhalten. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zu den Unterschieden der beiden Echo-Geräte, stellt mir die bitte einmal in den Kommentaren. Ich freue mich wie immer darauf. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, teilt das Video, würde mich sehr, sehr freuen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bleibt mit dabei. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik. Falls wir uns nicht mehr sprechen, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte, dann wünsche ich euch einen guten Übergang ins nächste Jahr und wir sehen uns spätestens 2017 wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel, viel Spaß mit der Technik. Wie gesagt, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.